Hallo und herzlich willkommen zur fünften Woche mit den Würfelwerfern Digital. Ja, und die Würfelwerfer Digital, das sind... Steffen? Nee, wer bist du denn? Steffen ist nicht da, wer bist du? Ich bin Mina. Ja, hi Mina. Ja, ich habe mir heute mal Mina zur Unterstützung geholt. Das ist meine Tochter. Und wir spielen nämlich das verrückte Labyrinth. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Ich habe es auch schon mit meiner Schwester Jahrgang 81 gespielt, und zwar rauf und runter. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie die App aussieht, oder? Ja, und zwar wir spielen die in der Version 2.2 und die App gibt's für iOS und für Android. Und aktuell liegt der Preis für iOS bei 2,99. Für Android kostet die App 4,99. Deshalb vermute ich fast, dass das für iOS ein Angebot ist. Nun gut, hier haben wir jetzt erstmal den Startbildschirm. Wenn man auf Anleitung klickt, dann kann man sich die Anleitung durchlesen, nachdem es geladen hat. Ja. Also, ich fürchte fast, wir müssen hier traurigerweise passen und die Würfelwerfer müssen auf ein Tutorial verzichten. Wir sehen aber hier schon, dass es zwei Spielmodi gibt, das verrückte Labyrinth, also das klassische Spiel, und das Duell. Ja, Mina, mach mir einfach mal ein Mehrspielerspiel. Ja. Wie sollen wir denn gegeneinander spielen mit dem verrückten Labyrinth? Ich trappel in der Kiste, ich nehme weg und du bist weg. Luca. Aber das Duell oder das Labyrinth? Du weißt ja, das Labyrinth ist das Spiel, so wie man es kennt, das große Brettspiel. Okay, dann fangen wir mal mit dem klassischen Brettspiel an. Oh, jetzt bin ich da auf Fortsetzen gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, also wir haben schon mal eine Testrunde gespielt, deshalb sind jetzt unsere, zuletzt ausgewählten Charaktere noch sichtbar. Das waren die Prinzessin und der Zauberer. Sollen wir die einfach behalten oder möchtest du jemand anderen spielen? Ich will erst mal gucken, wen es noch gibt. Dann mach das mal. Ja, ihr seht hier schon, es gibt auch jede Menge CPU-Gegner zur Auswahl. Johanna und Flori Rapunzel. Hä, aber wer ist denn jetzt normaler Spieler, sag ich mal. Mal ganz oben die. Ach so, die mit den Pfeilen. Genau. Ich bleib die Prinzessin. Okay. Dann werde ich mich vielleicht mal zum Lehrling machen. Mal schauen, ob es mit dem besser läuft als mit dem Zauberer. Prinzessin, dein Schatz wird dir jetzt angezeigt. Da darf ich natürlich nicht hingucken. Okay. Also zum Spiel muss man ja wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Hier musst du, glaube ich, wenn man rechts oben das... Genau. So, dann schiebe ich das jetzt einfach mal hier rein. Und lauf dann mal bis... dahin. Ja. Okay. Dann schauen wir mal, welches Teil ich suchen muss. Aha, das ist mein Schatzteil. Ja, man sieht ja jetzt, rechts oben ist ein Labyrinthteil zu sehen. Das ist im Moment aus dem Spiel. Und an den Stellen des Labyrinths, an denen man die Pfeile hier sieht, da kann ich das Labyrinth verschieben. Und dort, wo ich es schiebe, fällt dann natürlich an einem Ende ein Teil raus. Und das ist das überliegende Teil. Genau, das ist dann das neue überliegende Teil. Und das Teil, das jetzt hier rechts oben drin ist, das ist das überliegende Teil, das rutscht rein ins Labyrinth. Ja, und jetzt muss ich mir das Labyrinth so bauen, dass ich meinen Schatz erreiche. Gar nicht raus. Ich muss meinen Schatz erstmal finden. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Ja, ich bin komplett eingeschlossen, das stimmt. Wie komme ich denn da jetzt am besten weiter? Da würde ich dieses Teil hier jetzt erstmal drehen. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig. Ich muss sagen, ich finde die Touch-Steuerung funktioniert hier nicht so gut. Wobei das auch an meinem Tablet liegen mag. Oder an deinen dicken Fingern.
oder an meinen dicken Fingern. Das ist auch absolut eine Möglichkeit. So, jetzt habe ich das Labyrinth verschoben. Jetzt kann ich mich bewegen. Dazu muss ich meine Figur berühren und dann den Weg quasi mit dem Finger zeigen, den ich gehen möchte. Und jetzt ist die Prinzessin wieder dran. Jetzt muss ich denken. Ah, ich könnte das auch einfach eins verschieben, dann komme ich da leichter dran, glaube ich. Ups. Hallo? Jetzt. Ja. Man sieht, wir haben hier leichte Probleme mit der Touch-Steuerung, aber das mag, wie gesagt, an dem Tablet liegen. Ich bin jetzt aber trotz schlechter oder schwieriger Touch-Steuerung an meinem Schatzteil angelangt. Was? Jetzt muss ich nur noch 11 finden, um zu gewinnen. Die Prinzessin muss immer noch 12 Schatzteile erreichen. Haha. Ja, man kann noch ganz oben rechts mal auf die 3 Auswahlmöglichkeiten eingehen. Vielleicht, Mina, zeigst du mal ganz rechts dieses Symbol. Das sind ja quasi die Figuren. Wenn man das gedrückt hält, verschwinden die Figuren vorübergehend vom Brett, sodass man halt sehen kann, welche Schatzteile unter den Figuren liegen. Und wenn man sie dann wieder loslässt, dann tauchen die Figuren wieder auf. In der Mitte diese Truhe, da ist das eine Truhe? Ja, ja, ne? Ja, mit einem Fragezeichen. Da kann man noch mal nachschauen, welche Schatzkarte man eigentlich suchen muss. So, hast du nachgeschaut? Ja. Okay. Und links das Rädchen sind natürlich die Einstellungen. Da kann man das Spiel auch verlassen oder neu starten. Gut, ja, dann mach mal deinen Zug. Bist du denn noch weit entfernt oder? Nee, gar nicht, aber ich komme nicht hin. Ich fürchte fast, da kann ich dir nicht helfen, denn ich weiß nicht, wo du hin musst. Ah, so könnte es vielleicht. Jetzt bekomme ich ein neues Schatzteil. Ich wette, ich verliere. Das sehen wir erst am Schluss. Nee, ich denke nicht, dass ich hinkomme. Ja! Aber, nee, warte. So. Du sollst laufen. Ja, da war noch was, ist richtig. Ich möchte aber stehen bleiben. Meditierst du? Ja, genau. Ah, ich glaube, ich komme hin. Yay! So, ich komme auch zu meinem Teil. Und zwar dieses ist es. Das hattest du vorhin schon. Nee, das ist ein anderes. Nein, aber du hattest vorhin auch so eins bei der Testrunde. Okay. Das ist erstmal mein Schatz. Weit weg oder nah ja, dran? Ja, sehr weit weg. Oh, das tut mir leid. So gut wie am anderen Ende. Oh, ich habe eine Idee. Man kann sich ja auch quasi aus dem Spielbrett rauskatapultieren selbst. Ne, dann kommt man auf der anderen Seite wieder rein. Ich muss gerade was gucken. Oh, Lehrling. Ja. Mein nächstes Teil. Oh. Ja, so ganz nah dran bin ich jetzt auch nicht. Kann ich hier irgendwie schieben, dass ich direkt dran komme? Ich denke, das ist möglich, ja. Und zwar, wenn ich jetzt hier reinschiebe. Ja.
frei ist der Weg zum Schwert. Na super. 9. Du gewinnst. Naja, ist ja halt auch immer ein bisschen Glückssache, ne? Welche Karten man gerade zieht. Da kann man nicht reinschieben. Aber es ist halt nicht nur Glückssache, man muss auch ein bisschen knobeln. Geht vielleicht doch auf. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob er aufgeht. Und, kommst du hin? Jetzt habe ich mich selber rausgeschoben. Wolltest du gar nicht? Ich gar nicht. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, den Zug rückgängig zu machen. Jedenfalls habe ich da bisher keine Taste für entdeckt. Mhm. Oh, jetzt habe ich sehr großes Glück gehabt. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich keinen Zug machen möchte? Das geht gar nicht, ne? Man muss immer einen Zug machen. Sag mal, wo bin ich? Du bist hier oben. Ja, wenn man am Zug ist, erscheint ja auch immer noch mal eine Sprechblase mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf des Spielers, der dran ist. Ich muss gestehen, das finde ich auch ganz praktisch, denn wir spielen jetzt auf einem 7-Zoll-Tablet, aber ich finde es teilweise schon fast ein bisschen fitzelig. Also man hat ja eben auch schon gemerkt, aber vielleicht werde ich es rausschneiden. Hast du es? Ja. Super. Oh, dein Schatz. Ich musste eben ja schon mal recht lang nach einem Schatzteil suchen. Sammel als nächstes diesen Schatz. Oh. Jetzt hast du vergessen, welcher. Ich wette es mit dir. Richtig. Ah. Ich verrate es einfach mal. Es war die Schriftrolle. Die habe ich jetzt gar nicht so als Schatz identifiziert. Komme ich denn irgendwie direkt an die dran? Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö, sollst du aber nicht. Tu ich aber. Sollst du nicht. Tu ich aber. Sollst du nicht. Tu ich aber. Sollst du nicht. Was? Nichts mehr. Ah doch, das geht. Ich komm dran. Ah, sehr gut. Wie steht's denn schatzteilmäßig? Ich brauche noch 7, Nina braucht noch 9. Ha, aua. Komme ich denn jetzt irgendwie an mein Teil dran? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. So auf Anhieb auf jeden Fall nicht. Oder können wir da irgendwie tricksen? Nee, ich denke nicht. Ich denke... So. Die Prinzessin ist wieder dran. Och, den hatte ich in der Testrunde auch schon. Wo ist der? Das ist nicht deren Ernst, oder? Musst du wieder ganz weit laufen? Ja. So, ich muss jetzt irgendwie dahin. Das ist aber recht einfach machbar. Tja. Papa. Glück gehabt. Pass auf, ich tausche jetzt meine 9, ich drehe die einmal um und dann habe ich auch 6, ja? Ja, probier's mal. Wie bloß. Ah, wenn man das da reinschiebt, dann müsste das funktionieren. Oder auch nicht. Ah, du hast keinen Durchgang, ne? Nach oben.
Ah, vielleicht so. Das dann hier durch. Ah ja. Hast du es? Ja. Sehr gut. Okay. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Wahl. Jetzt kann ich hier direkt hinlaufen. Noch 5. Ich habe auch eben noch mal nachgeschaut. Das verrückte Labyrinth ist tatsächlich aus dem Jahr 1986. Ist natürlich ursprünglich bei Ravensburger erschienen und die App ist jetzt bei Ravensburger Digital erschienen. Die haben also eine eigene Abteilung. Hallo? Ich krieg das nicht. Die Apps entwickelt. Es dreht sich immer, wie es will. Ich denke mal, ich muss das hier so hinziehen. Ja, da bin ich auch schon ein paar Mal drauf reingefallen. Nicht Spinksen. Ich wäre beinahe auf okay gegangen. Ja. Du zeigst mir den auch noch. Ja, ich meine, so streng müssen wir das ja jetzt auch nicht spielen. Ganz streng. Ganz streng? Ja, ganz streng. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Nee, doch nicht. Moment. So, ganz einfach. Er kommt hin. Er kommt hin. Ja, manchmal sieht man auch den Weg vor lauter Labyrinthmauern nicht. Ich muss denken. Ah, vielleicht könnte man das dann so und dann so. Ja, so ist gut. Ah ja, da hast du mir, glaube ich, auch ein nettes Teil gegeben. Was? Ich hätte das niemals tun sollen. Ich will stehen bleiben. Wehe, du verschiebst mich nochmal, dann musst du nochmal nichts machen. Ja. Leider wirklich ein bisschen knifflig teilweise. Da muss man ganz oft auf die Figur drauf tippen, aber manchmal läuft man dann. Ja. Und ich kann auch nicht wirklich erkennen, ob das jetzt an der Touch-Steuerung des Tablets liegt oder am Spiel. Vielleicht auch an deinen dicken Fingern. Das ist eine Möglichkeit, aber warum hast du dann das Problem? Weil ich auch dicke Finger habe. Na, ich bitte dich. War das ein Kompliment? Ich könnte es aber auf dem Smartphone nochmal ausprobieren und schauen, wie es da mit der Touch-Steuerung klappt. Wobei ich halt sagen muss, dass ich es auf dem Smartphone schon ziemlich fummelig finde. Ja, geschafft! Was? Du brauchst nur noch 3? Ja. Er ist gemein. Er schummelt bestimmt. Du mogelst. Absolut nicht. Ha, ich komme dahin, wo du hinkommen musst. Jetzt habe ich auch mal geguckt. Ganz komisch. Ah, das ist jetzt wirklich knifflig. Wie komme ich denn da am besten hin? Nee, also das ist gar nicht knifflig, das ist ganz einfach. Mann! Oh nein, 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 lauf da nicht hin, lauf da nicht hin, lauf. Probieren wir das mal so. Ach, nein! Das war jetzt natürlich... Das war jetzt ein gigantischer Denkfehler, allerdings letztendlich trotzdem gar nicht so verkehrt. Nicht. Na, das wiederum war jetzt verkehrt. Das war verkehrt. Das war verkehrt. Gut gemacht! Gucken wir mal. Gut gemacht, dass du es verkehrt gemacht hast. Also ich habe natürlich gedacht, dass das Schatzteil dann auf der anderen Seite wieder erscheint, aber das ist natürlich Quatsch. Das ist jetzt mit der Karte rausgeflogen. Was?
Och, dann muss ich das ja so machen. Nein! Da darfst du definitiv nicht dran kommen. Egal, ich tue es jetzt einfach mal irgendwo rein. Ja. Du hast deins auch noch nicht? Nö. Nee, das war's gar nicht. Oh nein, ich hab das falsche Teil gejagt. Ich muss gleich nachschauen. Das war ja schon wieder ein unglaublicher Denkfehler. Tja, Papa. Findest du sehr schade, ne? Ganz schade. Ah, ganz einfach. Mann, er hat's gesehen. Na, was ist das denn? Ja, da haben wir es nämlich wieder. Das nenne ich nur Pech. So, jetzt hat's geklappt. Noch ein Teil, ich muss ihn einholen. Also bei den Wegen würde ich mir tatsächlich ein besseres Feedback wünschen. Oder dass man halt zumindest das Laufen zurücknehmen kann. Irgendwie so? Nee, das war dumm. Lauf, lauf. Aber dafür habe ich bisher keine Funktion entdeckt. Ganz schwierig. Ganz weit weg von dir, ganz weit. Ja, es ist nah dran, aber ich muss ja irgendwie auch dran kommen. Ach, ist aber wirklich einfach. Ja. Okay. Mann, er hat's schon wieder Mann. Ja, ich muss gestehen, da habe ich jetzt einfach ziemlich großes Glück gehabt. Wo ist denn jetzt dieses komische Ding? Ha, ich habe mich raufgeschoben. Ich habe keine Lust mehr. Ja, das finde ich allerdings auch interessant. Also sprich, jetzt könntest du das Spiel noch alleine zu Ende spielen. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Hä, dein Schatz wird dir angezeigt? Ach, ich muss noch zum Startpunkt zurücklaufen. So. Da dachte er, er hätte gewonnen. Da musste er zum Startpunkt. Ich muss gestehen, das war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst. Ich weiß auch nicht, ob wir das früher so gespielt haben. Nein, eigentlich nicht. Also ich nicht. Was? Will nicht mehr mit dir spielen. Guck mal. Smiley. Ich hab 7. Ja, hier hat man dann die Übersicht. 4 Spieler ist das Maximum, mit denen man hier spielen kann. Mhm. Ja, also 1 bis 4 Spieler. Wenn man allein spielt, dann natürlich gegen die CPU. So, links. Ich würde jetzt aber mal verlassen, oder willst du noch eine Runde? Nee, aber links unten sieht man noch Revanche, wollte ich sagen. Ja, richtig. Genau. Gut, also das war das klassische Labyrinth-Spiel. Und dann hatten wir ja gesehen, dass es im Mehrspieler-Modus auch noch den Duell-Modus gibt. Und dann würden wir den jetzt mal ausprobieren, oder? Duell? Bin ich aufs Fortsetzen gekommen? Nee, ist alles gut. Okay. Jetzt starten wir ein neues Spiel. Du spielst wieder als Prinzessin? Oder willst du mal jemand anderen? Ich will noch mal gucken, ob es noch wen gibt. Ich glaube, hier gibt es keine Computergegner. Da kannst du halt nur... Ich will eine Prinzessin sein. Ja. So, und ich schalte mal wieder um auf den Lehrling. Wir hatten aufgrund einiger technischer Schwierigkeiten
zwischendurch hier mal die Aufnahme stoppen müssen und ein bisschen Sachen ausprobieren und reparieren müssen. Gut, Prinzessin und Lehrling, dann würde ich sagen, starten wir. Ich glaube nur, jetzt sitzen wir wahrscheinlich gleich falsch rum. Denn ich ahne, dass du jetzt gleich auf der linken Seite spielen musst und ich auf der rechten. Wir können das uns ja auch tauschen, dass ich unten bin. Dann bist du der Lehrling und ich die Prinzessin? Nein, dass wir Figuren tauschen, dass ich unten Prinzessin, du oben Lehrling einstellst. Ah, okay. Schlaues Kind. Warte, wir stellen jetzt einfach mal gerade die Hexe hier ein. Dann nehmen wir nach unten die Prinzessin und nach oben den Lehrling. Jetzt müsste es eigentlich gleich passen. Mhm. So, jetzt müssen wir beim Duell tatsächlich gemeinsam hier loslegen am Tablet. Und zwar muss man immer das, ja, umrandete, hervorgehobene Teil erreichen mit seiner Figur. So, die Mina legt hier schon mächtig los. Indem man hier einfach irgendwie rumschiebt. Genau. Einfach irgendwie rumschiebt. Ganz so einfach ist es doch nicht. Mann! Okay, ich dachte eigentlich, er geht jetzt automatisch, wenn man das... Quatsch, da muss ich ja gar nicht hin. Da haben wir es wieder. Ha! Da bist du wohl auf das Rädchen gekommen. Was passiert wohl, wenn man hier drauf geht? Wo drauf? Hier. Probier mal. Nichts. Ah, nee, das ist die Anzahl deiner Steine quasi. Also jedes Mal, wenn du einen Schatz erreichst, bekommst du da einen Stein rein. Ach so. Was? Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu spielen. Ja, das System dürfte wohl jedem klar sein. Das ist das gute alte Schiebestein-System. Hat der ein oder andere bestimmt schon mal einige Zeit in seiner Kindheit mit verbracht. Können wir mal was anderes spielen? Zeig mal, du musst zum Diamanten. Ja, man sieht also, wie sich jetzt da in den Ecken oben links bzw. oben rechts bei der Prinzessin die diese Kästchen mit den Steinen füllen. Und das Ziel ist es natürlich als erstes, das Kästchen komplett gefüllt zu haben. Ich will diesen Stein umdrehen. Also sprich, wer als erstes acht Schätze erreicht hat, der hat gewonnen. Stimmt. Ja, das wäre also der Duellmodus. Darf ich aufs Menü gehen? Ja, klar. Auch hier hat man die Möglichkeit, direkt auf Revanche zu gehen, aber das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht. Nö. Gut. Ja, Mina, was hältst du denn alles in allem jetzt vom verrückten Labyrinth in der App-Version? Gefällt dir das oder? Ich mag das Brettspiel lieber.
Ja, warum? Also was gefällt dir daran besser? Also ich finde irgendwie beim Brettspiel, soll man das sagen? Ja, wie sagt man es denn? Ich weiß es nicht. Also ich finde, man kann hier halt Teile nicht so gut verdrehen. Das kann man auch einfach mit der Hand, also... Also im Brettspiel, wenn ja, man es anfassen und fühlen ja, und direkt vor sich besser. Sieht, ja. Aber, ja. Ja. Ja, ich muss dazu allerdings sagen, ich habe es tatsächlich jetzt auch auf dem Smartphone nochmal ausprobiert. Also das mit der Touch-Steuerung klappt auf dem Smartphone deutlich besser, also genau genommen richtig gut. Das scheint also doch ein Problem mit dem Tablet zu sein oder vielleicht auch, weil die Aufnahmesoftware im Hintergrund läuft, das weiß ich nicht genau, müsste ich mal ausprobieren im Zweifel. Aber das war hier teilweise tatsächlich etwas fummelig. Ja, ansonsten, also meiner Meinung nach, es ist auf jeden Fall eine gelungene Umsetzung des Brettspiels. Lässt sich meiner Meinung nach auch ganz schön spielen auf dem Tablet, auch auf dem Smartphone, da natürlich ein bisschen kleiner alles und ja, für dicke Finger ein bisschen schwieriger zu greifen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich den Preis von 4,99 gerechtfertigt finde. Es gibt, also wir hatten ja jetzt schon Apps im Test, die für den gleichen Preis meiner Meinung nach doch mehr geboten haben, sowohl was die Optik betrifft, als auch was die Spieltiefe betrifft. Aber ich meine, gut, das Spiel soll ja jetzt auch nicht neu erfunden werden. Es ist halt umgesetzt, wie es ist. Man hat sogar noch einige zusätzliche Modi mit dem Duellmodus und dem Einzelspielermodus. Da können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Da gibt es noch den Puzzle-Modus. Der entspricht vielleicht am ehesten, ich sag mal, einer Art Tutorial. Hier hat man mehrere, ja, sag ich mal, Geschichten in Anführungszeichen, die man durchspielt. Es sind aber im Prinzip immer nur kleine Rätsel. Hier sind wir bei der Mausefalle. Wenn man hier jetzt einfach mal die erste Aufgabe nimmt, der Eingang, dann bekommt man halt ein Rätsel gestellt. Wie komme ich jetzt mit dem Zauberer am schnellsten zu unserem Schatzteil? Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Genau, das war es hier schon. Aber ich meine, so lernt man natürlich das Spiel und ich denke, das ist für Einsteiger vielleicht auch gar nicht schlecht. Der also, Schwierigkeitsgrad steigt natürlich hier auch mit den einzelnen Levels. Ich tendenziell finde ja diesen Spielmodus am besten. Ja, das ist dein Lieblingsspielmodus. Ja, dann ist es ja umso besser, dass wir den jetzt nochmal angesprochen haben. Ansonsten die weiteren Spielmodi im Einzelspielermodus. Das Zeitduell ist das, was Mina und ich gerade noch gespielt haben. Und das Labyrinth ist halt auch wieder das klassische Labyrinth-Spiel. Und da kann man, wenn man hier jetzt drauf geht, auch einstellen, ob man mit anderen menschlichen Mitspielern oder gegen CPU-Spieler spielen möchte. Also im Prinzip genau wie beim Mehrspielermodus. Ja, die Musik fand ich eigentlich hier auch gar nicht so schlecht bei dem Spiel, muss ich sagen. Es halt, läuft halt schön im Hintergrund mit. Einstellen kann man hier nur Musik und Effekte, die Lautstärke. Impressum Datenschutz, da wird man einfach auf eine Website weitergeleitet. Ja, ich denke, damit hätten wir uns eigentlich einen Überblick über das verrückte Labyrinth verschafft in der App-Version. Wie gesagt, für Fans des Spiels kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Auch für Kinder, Familie. Grundsätzlich auf jeden Fall geeignet, auch wenn ihr, also wie ihr gerade gehört habt, Mina würde auf jeden Fall das Brettspiel bevorzugen. Ich würde mich da anschließen, aber... Ich meine, die App hat natürlich auch wieder den Vorteil, man kann es halt gut mal alleine spielen und man hat halt die zusätzlichen Spielmodi, die es halt im Brettspiel so nicht gibt. Das Brettspiel kann man auch alleine spielen, indem man zwei Figuren spielt. Das ist natürlich eine Möglichkeit, da hast du vollkommen recht. Das war also die App-Version vom verrückten Labyrinth. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wenn ihr möchtet, abonniert unseren Kanal. Ihr könnt das verrückte Labyrinth auch kaufen im App Store. Da schreiben wir euch auch unten noch einen Link in die Beschreibung und auf unserer Webseite www.würfelwerfer.net findet ihr auch einen Link sowie auch
weitere Informationen rund um die Welt der, ja, überwiegend Brettspiele. Dort findet ihr auch den monatlichen Podcast und ganz viel mehr. Wenn ihr das Spiel über den Link kauft, dann unterstützt ihr uns auch nochmal. Ein paar Cent gehen dann an uns vom Kaufbetrag. Ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Spielen. Verlauft euch nicht. Und bis nächste Woche bei den Würfelwerfern digital. Tschüss. Ciao.